Hallo! Hallo! Ja, wir sind zwei. Eins, zwei. Genauso wie unser Spiel, Teil 2. Ne? Boah, das der ist eine Herleitung. Ne? Part 2. So, ne? Ja, zweiter Teil von irgendwas, ne? Das ist natürlich schon eine Mammutaufgabe. Ja. Was komplett Neues aus dem Boden zu stampfen, ist dann was anderes. Ja? Es ist was anderes so. Das wollen wir heute beleuchten. So, ne? Wie ist das genau mit dem zweiten Teil und so und Erwartungen und dies und das und so. Und Erwartungen von Menschen da draußen sind ja sehr unterschiedlich und deswegen haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, Fortsetzungen oder was Neues? Was findest du spannender? Und die haben Folgendes gesagt. Da kommt es tatsächlich komplett auf das Spiel an. Bei manchen freue ich mich riesig über eine Fortsetzung. Und bei manchen Teilen denke ich mir doch auch, man hättet ihr doch mal vielleicht eine neue Richtung eingeschlagen, ein komplett neues Spiel gemacht. Also ich sag mal so, das kommt natürlich drauf an, wenn die Geschichte vorher schon schlüssig war und mich gefesselt hat. Das ist ja bei TV-Serien oder so nichts anderes. Dann will man natürlich sehen, wie die Nummer jetzt weitergeht. Ich finde, das kommt auf den Titel an. Es gibt Fortsetzungen, die finde ich absolut mega. Es gibt aber auch Spiele, auf die man sich schon Jahre freut. Und dann sind neue Sachen cooler. Das ist auch ein sehr philosophisches Thema, weil wir mögen natürlich Fortsetzungen, weil wir das mögen, was funktioniert hat und weil wir davon mehr wollen. Und wenn es eine Fortsetzung von Uncharted gibt, bin ich einfach auch sehr gerne dabei. Oder ein Assassin's Creed. Assassin's Creed ist ein einzelnes Thema, weil da nervt es an ja dann doch, dass man seit 15 Jahren dasselbe macht und immer nur so ein bisschen was dazukommt. Ich mag gern was Neues, aber wann kriegt man denn schon mal wirklich was Neues? Ich finde Fortsetzungen schon gut, weil man ja doch irgendwie das Ganze weitererleben will. Gerade im Fall von Last of Us oder so, das war einfach total toll, da doch nochmal in die Welt eintauchen zu können. Ich werde total gerne von was komplett Neuem überrascht, aber ich bin auch durchaus bereit, auf Bewährtes zurückzugreifen, was nochmal so ein bisschen refined wurde. Das finde ich eigentlich auch ganz okay. Ich freue mich auch meistens echt stark auf Fortsetzungen, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen, ich würde sagen, ich würde lieber eine Fortsetzung sogar nehmen, ganz oft, als wenn es wirklich so ein Genre, also gerade ein Spieltitel ist, den man lange mitverfolgt hat, als jetzt da dann die neuen Sachen. Da fällt es dann doch wieder schwieriger, irgendwie sich reinzufinden und so. Und bei dem anderen ist man schon so ein bisschen angekommen. Ach, das ist doch beides. Neue Sachen erfinden, neue Sachen auf den Markt bringen. Als wir das erste Mal Saw gesehen haben, sind wir alle durchgedreht. Wundervoll. Aber coole Sachen besser machen, weiter auszubauen, kann auch super sein. Ich glaube, das kommt auch immer drauf an. Also ich glaube, grundsätzlich in vielen Fällen was Neues, aber bei Reihen, die ich liebe, also die ich wirklich, also ne, wo so das Herz aufgeht, wenn man dran denkt, da würde ich mich, glaube ich, auch sehr über eine Fortsetzung freuen, wo man dann halt einfach alte Charaktere wieder trifft und so. Also für mich Death Stranding fand ich wirklich neu und wirklich ungewöhnlich und ich habe es wirklich sehr doll geliebt. Ich verstehe auch, wenn man es nicht mag, aber das fand ich, weil das alles so ungewöhnlich und neu war, fand ich es richtig geil. Ja, oftmals habe ich festgestellt, ist dann schon mal die Luft raus. Und das enttäuscht einen dann natürlich, weil man ein bisschen verwöhnt ist von vorher. Aber wenn die Geschichte schön weitergesponnen wird, finde ich interessant. Als Beispiel, ne, Fortsetzung bei World of Warcraft waren es ja nun mal Add-ons, wobei ich mich auch über ein WoW 2.0 mal freuen würde. Mal gucken, was sie sich da einfallen lassen würden. Das fände ich sehr spannend. Aber tatsächlich sind die Add-ons für mich immer ziemlich stark gewesen. Oder Indiana Jones 3 und Fate of Atlantis. Da habe ich noch 20 Disketten hin und her geschoben. Habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass es eine Fortsetzung gab. Ja. Also wenn man sich einmal in ein Ding verliebt hat, wenn man etwas cool findet, dann möchte man auch stets, dass es weitergeht. Mhm. Es sei denn, am Ende sind alle tot und der Planet explodiert.
dann ist natürlich vorbei. Ne? So, dann ist klar, gibt es keinen zweiten Teil, so wie Titanic 2 oder sowas. Ne? Das macht keinen Sinn. Also, ich persönlich war eigentlich nie so ein richtiger Fan von Prequels. Prequels, ja. Aber die machen mir dann halt doch Spaß, wenn du sagst, du möchtest gerne sowas wie ein Universum aufrechterhalten. Ne? Aber die Vorgeschichte so nach dem Motto, ich weiß doch jetzt, wie es ausgeht, das war etwas, was mich in der Regel nicht angesprochen hat. Es gibt aber auch positive Beispiele. Ja, ja, gibt Insidious es. Insidious zum Beispiel, ja, haben wir gerade geguckt. Ja. Ne? Da geht das tatsächlich, die haben eine tolle Geschichte erzählt und trotzdem mag man auch die Sachen davor gucken. Richtig, so, ne? Das sind es aber in der Regel dann auch eigene abgeschlossene Geschichten, die innerhalb eines solchen Prequels erzählt werden. Ja. Dann macht das dann wieder mehr Spaß. Andersherum, wenn du ein Sequel hast, also den zweiten Teil in diesem Fall, dann gehen halt viele Dinge da mit einher. Besonders gefreut hat mich zum Beispiel, dass, obwohl wir ja jetzt eine ganze Weile gewartet haben auf den Zeitpunkt, wo wir euch endlich sagen können, ja, ihr habt recht, natürlich, es ist Elex 2, was sonst, aber dass trotzdem so viele Leute immer geschrieben haben, ich habe das jetzt schon dreimal durchgespielt, ich möchte jetzt endlich wissen, wie es weitergeht. Ja. Und dich da wirklich drauf freuen mit uns, das wiederum hat mich total gefreut. Mhm. Ja, also dieses Gefühl irgendwie, ja, du darfst jetzt diese Geschichte weitererzählen und wir wissen ja nun mal jetzt auch schon, wie es weitergeht. Ihr noch nicht. Und jetzt müsst ihr euch noch ein bisschen weiter mit uns irgendwie freuen. ja. Das ist schon eine große Stärke von solchen zweiten Teilen. Auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel sagen können, wir konnten jetzt auch länger warten mit dem Announcement. Und bei so einem Elex zum Beispiel konnten wir das nicht, weil niemand kannte Elex. Niemand wusste, was ist das. Und so eine Marke überhaupt aufzubauen aus dem Nichts heraus, das ist auch eine Mammutaufgabe. Ne? Absolut. Vor allem muss man sowas erstmal den Menschen nahe bringen, dass das überhaupt Sinn macht. Ja. Wir hatten bei Elex, bei dem Universum, ja, von Elex immer das Problem gehabt, ja gut, der Arbeitstitel war Evolution, ja, den ich damals zugrunde gelegt habe, der sollte eigentlich zeigen, wie Menschen unterschiedlicher Entwicklungsstand so irgendwie miteinander auf einem Planeten gegeneinander und so und dann starke Kontraste und so, das sollte das sein. Wir wollten uns so ein bisschen unseren Horizont erweitern, was das Setting angeht. Dass wir nicht nur auf Fantasy begrenzt bleiben, sondern dass wir darüber hinausgehen und dann irgendwie, ja, welches Setting machen wir denn? Ja, ein bisschen Fantasy finden wir auch geil und Postapokalypse, so Fallout finden wir super und hier, Mass Effect haben wir gespielt, ist auch geil. Ja, eigentlich, ach komm, wir machen alles zusammen, ne? Und dann kamen schon die Ersten, die gesagt haben, das ist aber schwierig, das kann ich mir nicht vorstellen und so. Wie soll das denn funktionieren, wenn die Typen irgendwie mit ihren Laserkanonen gegen die mit Pfeil und Bogen, ne? Und dann haben wir ja immer gesagt irgendwie, naja, Darth Vader hat auch nur Laserschwert und Magie, da ist es plausibel und die Sturmtruppler mit ihren Knarren suchen das Weite, ja. Aber Darth Vader ist halt so eine Größe. Darth Vader ist eine Figur aus einem Spiel, ja, aus einer Buchreihe und Filmreihe vor allem. Den kennt man halt. Der ist schon mit Inhalt gefüllt. Darth Vader weiß jeder sofort Bescheid. So. Mhm. Und da muss man erstmal hinkommen. Ja. Dass man sagt, okay, Elex, das ist schon was. So, ne? Was ist es denn genau? Ja, das ist halt irgendwie so eine Substanz. Wenn du die nimmst, dann wirst du, ne, wenn du mental schwach bist, dann degenerierst du zu einem Mutanten und ach, dann musst du 15 Sätze dann und dann erklärst und so, und dann hast du vielleicht das Problem, dass dann der Gegenüber so, ach so, ja. Das ist das Schwierige daran, wenn du einen neuen Brand machst. Bei einer Fortsetzung allerdings sind das andere Schwierigkeiten, die du hast. Mhm. Ne? Da gibt es gute und schlechte Fortsetzungen. Und die sind auch immer hochgradig subjektiv. Ich gebe mal ein Beispiel. Ne? Warum sind die mal gut und warum sind die mal schlecht? Indiana Jones, ne? Wo wir schon hier bei George Lucas und Steven Spielberg sind. Indiana Jones, da gibt es den dritten Teil. Ich glaube, das ist auch fast schon der erfolgreichste. Der mit den mit dem Papa Indy, Sean Connery, ne? Mhm. Das ist irgendwie, da haben sie einen dritten Teil rausgehauen, ja? Und der zweite Teil, der hatte so den Fluch des zweiten Teils. Der hat zeitlich sogar davor gespielt und hat irgendwie mehr Klamauk gemacht und so. Da hatten alle schon irgendwie gedacht, naja, ist noch nicht so richtig. Oh, zweiter Teil, so, ne? Mhm. Und beim vierten Teil sagt so die Mehrheit der Leute, boah, jetzt haben sie es aber verkackt. Was ist das denn für ein Quatsch?
ja, mit Außerirdischen und so. Haben die keinen, was ist das, ne? Und das ist halt so, naja. Da kommt auch noch der Zeitfaktor, ne? Das ist sehr viel später erst kam. Ne, und der Mann ist halt ein bisschen älter geworden, der Hauptdarsteller und so weiter. Und man freut sich dann auch noch. Es gibt die Gerüchte, dass sie jetzt noch einen fünften machen irgendwann. Mhm. Ne? Finde ich super. Aber das seht ihr mal, ohne das jetzt zu bewerten, was ich jetzt gut oder schlecht finde, einfach, wie unterschiedlich die Meinungen sind über sowas. Mhm. Nächstes Beispiel, Alien. Ja, der Film Alien, Ridley Scott, finden alle super. Dann gab es den zweiten Teil von James Cameron, Aliens, die Rückkehr. Ja, hat er völlig anders interpretiert. Fanden trotzdem alle geil. So, das war so die Action-Klamotte. Das ist so, als hätte der damals schon CGI gehabt. Vielleicht hat er es auch gehabt. Weiß ich nicht. Aber der hat sehr viel auch mit Puppen gemacht und mit irgendwelchen Anzügen und so weiter. Großartig. Mhm. Ja. So, und dann kam der dritte Teil. Auch kontrovers diskutiert worden, ne? Und der vierte Teil noch viel mehr, habe ich das Gefühl. So, ne? Da ist halt immer so die Fortsetzung, das ist so. Und Star Wars genau das gleiche, ne? Die Luke Skywalker oder die Skywalker Saga, ne? Die geht jetzt über Dreierfilme hinaus, so, ne? Das ist auch irgendwie ja Episode 1, 2, 3 und so. Ihr kennt diese ganzen Sachen so, ne? Trotzdem, wenn man über Star Wars spricht, war immer so der Tenor, war zumindest in meinem Empfinden so. Der zweite Teil, Imperium schlägt zurück, war der beste, haben alle gesagt. Das heißt, er war noch besser als der davor, der das als erstes gemacht hat. Mhm. Bei Spielen ist es auch häufig so. Also wenn du jetzt mal guckst, System Shock 2 ja. War super. War super, ja. Ja. Und ist, glaube ich, auch der erfolgreichere Titel. Das kann gut sein, ja. Ähnlich ist es auch damals bei uns selber. Gothic 2 hat im Grunde genommen erst zu dem richtigen Erfolg von Gothic geführt, ne, weil der einfach super beliebt war. Ja. Und es gibt mit Sicherheit auch noch mehr Spiele, bei denen das ähnlich ist und man dann vorher quasi sagen kann, es kann beides. Ne? So ein zweiter Teil kann unwahrscheinlich einschlagen und sagen, boah, jetzt aber habe ich voll Bock drauf, total geil und endlich kann ich das weiterspielen. Und manchmal irgendwie, auch wenn vielleicht irgendwie zum Beispiel jemand anders das gemacht hat, bei James Cameron war es jetzt zum Beispiel ein Positivbeispiel, ne? Kann aber auch nach hinten losgehen, oh, das hat jetzt jemand anders, das ist jetzt nicht mehr dasselbe. Ne? Also alles immer komplett neu zu machen, macht auch nicht unbedingt Sinn. Im Fall von Gothic 2 war es so, wir haben dieselben Assets verwendet teilweise. Es wurde in sehr kurzer Zeit hergestellt, das Spiel, innerhalb von 11 Monaten, ja, und hat jetzt nicht so die großen Feature-Neuerungen oder sonstige Dinge gehabt. So, ja. Trotzdem haben die Leute gesagt, das ist richtig cool, so, weil wir auf diese bewährten Mechanismen aufgesetzt haben und so. Bei Alien ist es jetzt so, Aliens, das ist komplett was anderes geworden, so, ja. Mhm. Was ist es jetzt? Ist es wirklich, dass die jungen Wilden sagen, wir müssen alles anders machen, Recht haben immer? Mhm. Oder die alten Säcke, nein, das haben wir so nicht gemacht, das wird nix, das ist nicht erfolgreich? Mhm. Oder was ist es jetzt? Ja, ja, das ist doch ganz einfach, da macht man das und das. Nee, ist es eben nicht. Mhm. Fängt schon beim Setting an. Bleibst du in dem Setting oder machst du was Neues? Mhm. Klimazonen so, ne? Ja, machen wir jetzt Schnee, machen wir jetzt Wüste, machen wir jetzt irgendwas? Ja, weiß ich nicht, mal gucken. Ja, wir müssen ja was Neues machen. Ja, irgend ein bisschen was Neues brauchen wir schon. Mhm. Das ist nämlich die spannende Diskrepanz. Wir fielen auch gerade irgendwie Last of Us ein, war super krass diskutiert, weil der zweite Teil sich halt von dem ersten in gewissen Bereichen entfernt hatte. Signifikant. Und das hatten die Leute nicht erwartet, deswegen gab es an der Seite Enttäuschung. Auf der anderen Seite hat er aber auch sehr viele Fans dazu gewonnen. Ne? Und wer hat jetzt recht? Also was möchte man mit einem zweiten Teil? Man möchte erstens die Leute, die den ersten gut finden, die möchte man halten. Ja. Das ist das Erste. Ja. Ne? Mensch, ich warte ja jetzt, ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht. Also gib mir das doch auch. Also möchte man auch sagen, ja, na klar. Ne, die Leute, die sollen mehr davon kriegen, was ihnen Spaß gemacht hat. Auf der anderen Seite möchte man auch gerne, dass das Spiel zumindest so offen bleibt, dass man sagt, selbst einer, der das erste Spiel nicht gespielt hat, muss das spielen dürfen. Ja, das heißt, wenn man dann anfängt irgendwie, sagt man, dann müssen die zumindest auch die Chance haben, einen Weg in die Welt zu finden. Denn es gibt ja auch die Spieler, die spielen das. Ich war zum Beispiel damals ein totaler Fan von Monkey Island 2, war tatsächlich so, und habe erst danach Teil 1 gespielt. Mhm. Und ich habe Star Wars 2 auch als erstes geguckt und danach erst den ersten.
Bei Star Wars? Ja! Das ist ja schon krass. Das ist total krass, ja. Krass, ja. Muss aber trotzdem funktionieren können. Ja, irgendwie. Und das schon, heißt, ja. wenn man jetzt seine Sache so gut macht, dass man durch den zweiten Teil Leute dazu bringt, zu sagen, ich möchte aber wissen, wie ist das denn überhaupt dazu gekommen, um Gottes Willen, dann spielen die den ersten und dass das dann irgendwie sich fügt und zusammenpasst oder auch es dann vor allen Dingen die Fans von einem bestimmten Teil gibt, das muss dann funktionieren und das ist die große Herausforderung, der man sich dann als Entwickler stellen muss. Gut, sehr allgemein formuliert alles, ne? Sehr auf Beispiele von Filmen und so weiter. Wie ist es denn jetzt wirklich im Spiel? Der Held 2.0. Ne? Wir haben jetzt den Helden 2.0. Ja, ist er der Ritter der Welt aus Teil 1? Wir haben den Helden behalten. Wir haben den Helden behalten, erstmal überhaupt damit mal anfangen. So, ja. Wir haben den Helden behalten, so ist das mal das Erste. Und irgendwie gibt's auch schon das nächste Problem. Irgendwie, der ist der Retter aus der ersten Welt. Da müssen ja auch jeder kennen. Das ist der große Held. Ja, aber das ist der wirklichen Welt da auch nicht so. War schwierig. Vor allem, waren die denn dabei, als er beim Hymeriden vorgesprochen hat und den umgehauen hat? Es gibt Leute auch, wie der Logan zum Beispiel, der sagt irgendwie, glaubt er das nicht, hast du nicht gemacht. Und der kann es ihm nicht beweisen. Ja, aber die Kamera war doch dabei. Musst du doch im Bildschirm gesehen haben. Da sagt der Logan, Kamera? Mhm. Ich bin ein NPC in einem Computerspiel. Ich war nicht dabei. Ich habe draußen gestanden. Ich glaub dir das nicht. So, ja. Also muss doch der Held nicht unbedingt so bekannt sein in der Welt. Er hat vielleicht die Welt gerettet. Aber er muss nicht unbedingt der Bekannteste sein. Jeder muss ihn dann irgendwie toll finden, weil er hat die Welt. Es gibt auch kontroverse Diskussionen in der Welt. Mhm. Ganz klar. Die einen finden das gut, die anderen finden das kacke. Ja, je nachdem, wie man gespielt hat auch noch mit den entsprechenden Nuancen oder Ausgängen in dem Spiel auch noch behaftet und so weiter und so weiter. Mhm. Eine ganz schwierige Kiste. So, was macht man jetzt mit dem zweiten Helden? Das heißt, die Weitererzählung. So, ne? Könnt ihr euch bald angucken, könnt ihr bald selber spielen in Zukunft. Mhm. Ne? Aber ich kann euch sagen, das ist nicht so einfach. Ich erinnere euch nochmal an Gothic 2, ja, wo Bodo Henkel, ja, alias Xardas sagt irgendwie, ja, am Anfang von Gothic 2, er hat viel vergessen und er ist schwach, ja, aber er ist zurück, so, ne, und dann siehst du, wie seine Rüstung kaputt geht und so und bla, und dann fängt er einfach wieder von vorne an und muss alles wieder neu lernen und man findet das auch völlig okay. Was haben wir uns den Kopf zermartert? Ja, warum ist der denn jetzt wieder von vorne? Der müsste das doch alles eigentlich wissen. Ist auch so ein Problem. Ja, da gibt's auch verschiedene Lösungen für, natürlich, ne, das heißt, die eine, und im Grunde genommen haben wir die ja auch gewählt, ist erstens, zwischen dem ersten und zweiten Teil ist ja auch irgendwas passiert. Ja. Und das trägt dann auch halt zum, ich sag mal, Start des zweiten Teils bei. Ja. Und das ist schon mal an sich spannend. Die Möglichkeit hatten wir bei Gothic 2 jetzt nicht, ja, weil der Bruder einfach, der lag dann da rum im Schläfertempel und dann wurde der von Xardas wieder erweckt und so und wer weiß, wie lange der da gelegen hat. Genau, also in diesem Fall haben wir so ein bisschen das Stilmittel gewählt. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, nicht zu viel Zeit, aber auch nicht zu wenig, als dass man eine Geschichte wieder neu aufbauen kann. Aber dass da auf jeden Fall eine Menge genug passiert ist, um da tatsächlich auch... Genau, denn wir hatten schon eine Menge Ideen, was jetzt quasi kommt bald... Auf euch zu. Auf euch zu, ne? Und auf den armen Jax. Und naja, was ihr damit macht, bleibt wie immer natürlich auch so ein bisschen euch selber überlassen. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend an der Stelle. So, Geschichte. Ne? Geschichte ist spannend gewesen. So, jetzt muss die Geschichte auch wieder spannend sein. Die Geschichte 2.0. Naja, das Schöne ist an dieser Geschichte, da habe ich mich auch so am meisten drauf gefreut, ist, wir hatten... viele unbeantwortete Fragen in Teil 1. Ja. Das ist super. Ja, was wir ja auch mit Absicht gemacht haben. Ja, voller Absicht, natürlich, ja. Na, wer sind denn jetzt die Wissenden und so, pst, Ruhe, ne? Wir spoilern hier nicht. Und das ist halt, ich sag's mal mit, auch wieder mit Vergleich im Film. Das ist eine schwierige Kiste, wie man so Twists und Überraschungen im Spiel, in der Geschichte erzählt. Bei Matrix, der Filmreihe, ist das so, ja, alle stehen total auf diese, nimmt er jetzt die rote oder nimmt er die blaue Pille? Mhm. Und dann dieses Mind-Blowing-Ding, so scheiße, der ist ja nur eine Batterie und wofür entscheidet er sich jetzt? Für die Matrix geht er wieder zurück und lässt sein Gehirn resetten oder nicht und so weiter. Ja. Diesen Twist, den kriegst du nicht rübergerettet in Matrix 2 und 3. Mhm. Das kannst du nicht, du kannst das nicht wiederholen, einfach stumpf. Ja, dann machst du es halt noch krasser, noch inflationärer
aber es ist nicht mehr dasselbe. Ja. Das lässt sich nicht kopieren in einem zweiten Teil. Das ist ein Fluch. Das ist ein Fluch, wenn du so eine starke Geschichte mit so einem starken Twist nochmal weitererzählst. Weil die Menschen das dann erwarten. Mhm. So. Und in Matrix haben sie dann versucht, mit verschiedenen Protagonisten und mit dem Architekten da irgendwie so eine philosophische Geschichte zu erzählen. Pass auf, mein Freund, du bist das Gegenteil von dir selbst, wo dann Keanu Reeves da steht, das ist alles Bullshit und alle sitzen im Kino und denken, was hat der gerade gesagt? Kannst du das nochmal zurückspannen? Nee, wir sitzen im Kino. Ja, ich habe das alles verstanden. Ja, gut, beim zweiten Mal gucken, versteht man es vielleicht. Oh, ich habe es auch immer noch nicht verstanden. Gut, schwierig. Ein weiterer Vorteil, den wir jetzt aber auch hatten, ist, dass wir ja schon Antworten vorher hatten auf Fragen, die wir offen gelassen haben. Ja. Das ist natürlich super hilfreich. Weil du sie schon vorbereitet hast. Dass du sie schon vorbereiten kannst oder anteasern kannst, ohne dass der Spieler das direkt jetzt weiß. Ja. Und wenn du dir jetzt irgendwie, wenn du eine Geschichte erzählst und du machst das Buch zu, bam, und dann irgendwie, yeah, es ist erfolgreich, du darfst einen zweiten Teil machen. Ach so, wie kriege ich das Buch denn jetzt wieder auf? Neue Features. Ne? Beim Computerspiel ist es ja auch immer die Frage nach dem Unique Selling Point. Mhm. Was ist denn jetzt Besonderes? Ja, ja, Elex 2 ist dasselbe wie Elex 1, nur in grün. Nee, lila. In lila, genau. So. ist natürlich schon so ein Ding, wo du sagst, ja, Moment mal, aber was ist denn mit den Features? Was ist denn jetzt hier, was ist denn mit dem Jetpack? Was ist denn jetzt mit den ganzen Waffen? Was ist denn ja mit den, ne, und so weiter. Und das sind Sachen, da muss man sich ganz genau überlegen, was man da macht. Wir hatten bei Gothic 3 damals, ne, ein Pferd geplant. Und dann haben wir eine riesen Welt dahin geklatscht und das Pferd haben wir nicht hingekriegt. Ja, wir hatten es, glaube ich, sogar schon veröffentlicht, dass wir ein Pferd einbauen wollen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, hast so lange her, das habe ich schon vergessen. Hat nachher trotzdem irgendwie funktioniert. Aber dieses neue Feature, das Pferd mit dem Reiter und so weiter, ne, das haben wir nicht hingekriegt. Aus diversen Gründen. Aber es ist ja auch nicht so wichtig, warum. Aber es kann halt passieren, dass solche Sachen dann halt nicht funktionieren. Mhm. Ne? Und ist man dann bodenständiger? Sagt man irgendwie, man macht irgendwie die Sachen, erweitert man, die man ohnehin schon losgetreten hat, ganz bestimmt, ne? Und nimmt man irgendwie so eine ganz tolle, neue, große, das unique Feature, so. Es gibt so Spiele wie Max Payne. Die leben von dem Feature, Slow-Mo, Geballer, so. Das trägt dich durch das Spiel. Das ist das Spiel. Das ist so ein Action-Shooter, ja, wo dieses, ich hatte gerade Matrix erwähnt, ne, diese Kameratechnik da irgendwie in ein Computerspiel umgesetzt wird, wo man die Kugeln fliegen sieht und so und solche Dinge. Da haben die das als Spiel umgesetzt. Und das ist natürlich eine Sache, was ist denn im zweiten Teil? Yes, genau dasselbe. Nur vielleicht noch ein paar Features mehr und irgendwie aufgebrezelt und so weiter. Ja, aber vorher hattet ihr den Slow-Mo, was habt ihr denn jetzt? Schwierig, ne? Gerade so Fragen dann zu beantworten. Will man denn eigentlich dann irgendwie, dass das komplett was Neues ist? Auch bei den Features. Oder erwartet der Spieler nicht in einem zweiten Teil, ich möchte eigentlich nur dieses Spiel nochmal erleben, nur anders, so ein bisschen irgendwie erweitert, besser, größer, schönere Grafik, alles irgendwie, ne? Das ist doch die Frage, die man dann da beantworten muss an der Stelle. Mhm. Ne? Was ist denn der Unique Selling Point von dem Ding im Vergleich zum vorherigen Spiel? Mhm. Ja, wir werden diese Fragen alle beantworten, keine Frage. Ne? Aber es ist halt schon, das ist halt der Fluch des zweiten Teils. Ganz eindeutig. Ja. Ne? Also gucken wir mal hier nach. Hast du eine Community-Frage? Ich habe eine Community-Frage, ganz bestimmt. In den spannenden Zeiten jetzt. Ja. Ich nehme mal eine noch von vor dem Announcement. Das ist nämlich ganz schön, ja, weil ich finde die irgendwie jetzt schön. Und zwar eine, die ich schon mal gehabt habe und die wir schon mal beantwortet haben, aber jetzt anders beantworten müssen. Pass auf. Was ist denn mit der Oculus Quest 2? Habt ihr die mal gespielt? Die braucht keine Grafikkarte. Die zweite. Das ist eine schöne Frage, weil die habe ich mir nämlich gerade gekauft. Und ich habe sie an meinen Rechner angeschlossen. Und ich habe eine fette Grafikkarte dann gekauft. Auch für viel zu viel Geld übrigens. Wir geben ja sonst nichts aus. Da habe ich mir da zusammengerappt und habe gesagt, komm, egal, will ich haben. Und spiel jetzt Fallout 4 in VR. VR
voll cool. Also das ist der Hit. Ja. Wirklich. Also wenn Brotherhood of Steel mit ihrem Luftschiff an dir vorbei rauscht, wenn Nick neben dir steht und irgendeinen blöden Spruch, liegt Nick Valentine da. Also ich finde das Wahnsinn. Ich habe immer noch ein bisschen Motion Sickness. Ich habe immer noch das Gefühl, ich möchte eigentlich lieber raus so ein bisschen, ne? Und aber es ist schon ein Erlebnis. Das kann ich nur jedem empfehlen. Mhm. Aber es ist halt eine kostspielige Sache. Ja. Haben wir uns angeguckt. Quest 2 ist top. Finde ich super. Genau. Wir hatten vorher uns verschiedene Brillen auch angeguckt und ausprobiert. Auch die Index, auch die HTC Vive. Und die alte PlayStation VR-Brille haben wir sowieso noch zu Hause und haben dann festgestellt, wenn man diese Sachen wie Kabel, Nicht-Kabel, wie schnell geht sie an, mit welchen Spielen ist sie kompatibel irgendwie, war tatsächlich für uns die Oculus 2 die beste Entscheidung. Ja. Ja. Gut, hoffentlich beantwortet das einen Teil eurer Fragen, ja, die wir hier heute breit getreten haben und hoffentlich seid ihr auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Beckentorf. Genau. Auf diesem Kanal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschö. So, ich muss mal eben die Frage durchstreichen. Schön. Ja. Wo ist es? Weißt du auch nicht, ne? So.